Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück bei Fellner Live und bei mir zu Gast jetzt der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, grüß Sie. Herr Stadtrat, wir hören die ganze Zeit im Herbst und im Winter, da droht ein Anstieg, da droht die zweite Welle. Wie sehen Sie denn das? Wie dramatisch wird diese Situation wirklich werden, wenn es kälter wird, wenn die Leute wieder mehr drinnen sind? Wie schätzen Sie das ein? Ja, ich habe schon im Frühjahr, auch hier im Studio gesagt, dass ich auf jeden Fall damit rechne, dass es ab Mitte Sommer wieder ansteigt. Und dass im Herbst auf jeden Fall mit einem Anstieg zu rechnen ist. Das war von Anfang an logisch, wie wir diesen dramatischen Anstieg im März so abgebremst haben, wie wir es getan haben, war klar, dass das bedeutet, wir dehnen den Zeitraum, wo diese Epidemie in unserer Bevölkerung sein wird, einfach nach hinten aus. Das war ja auch das Ziel, nach hinten aus, und hat den positiven Effekt gehabt, dass wir diesen schnellen Anstieg einfach wirklich schön kappen konnten. Es ist überhaupt nicht überraschend. Offen und ehrlich gesagt kann ich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass wir weniger Fälle haben, als ich persönlich gerechnet hätte. Und wir sehen die ganze Zeit einen sehr ruhigen, langsamen Anstieg, aber wir sehen einen Anstieg. Wir sehen ihn in ganz Österreich, einmal da ein bisschen mehr, einmal dort ein bisschen mehr. Wir sehen ein bisschen einen stärkeren Anstieg in den städtischen Kumulationen. Was auch nicht überraschend ist, weil die Ausbreitung natürlich in einer Stadt anders ist als wir am Land, in den kleinsten und kleineren Gemeinden. Aber insgesamt, denke ich mal, ist es eine Situation, die sehr zu erwarten gewesen ist. Und wenn wir es vergleichen mit den Ländern, die uns umgeben, dann muss man sagen, stehen wir eigentlich ziemlich gut da, weil wir, glaube ich, in den letzten Monaten gemeinsam sehr gute Maßnahmen gesetzt haben. Jetzt ist es so, dass ja immer ein bisschen die Angst war, gerade im Herbst und im Winter, wenn die Erkältungssaison beginnt, wenn die Grippe zurückkommt, dass es wieder schwierig wird, die Symptome auseinanderzuhalten. Ja. Befürchten Sie das auch? Ganz oder sind wir da mittlerweile, sage ich mal, weiter, als wir im März und Februar waren? Beides beantworte ich mich mit Ja. Ja, wir sind weiter, als wir im März waren. Wir haben viel gelernt über die Behandlung. Wir haben viel gelernt, wie wir letzten Endes dieses Gesundheitsphänomen, um es einmal so zu nennen, auch in irgendeiner Form beherrschen können. Wir wissen, welche Strategien welche Wirkung erzielen. Wir wissen, welche Bedeutung es hat, und das ist doch großartig gelungen, in der Bevölkerung ein breites Bewusstsein zu schaffen, welche Bedeutung Distanz hat, welche Bedeutung es hat, sich nicht jeden Tag um den Hals zu fallen und sich abzupuzzeln. Welche Bedeutung die Maske hat, vor allem in geschlossenen Räumen. Ich denke, da haben wir ganz viel gelernt als gesamte Gesellschaft. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Wir haben auch sehr viel gelernt und sehr viel Gutes gemacht. Es ist davon auszugehen gewesen. Und es wird natürlich mit dem Beginn der Schnupfensaison und dann später mit der Grippesaison, wird es natürlich wieder zu einem vermehrten Nachfragen kommen, nach Klarheit schaffen. Die Symptome zwischen einer Grippe und einer Covid-19-Erkrankung sind sehr, sehr ähnlich. Die sind für den Laien faktisch nicht zu unterscheiden. Und da ist auch völlig klar, wir werden bei einem Gesundheitstelefon 1450 in ganz Österreich vorbereitet sein müssen auf viel mehr Anrufe als jetzt, erstens. Zweitens, wir werden vorbereitet sein müssen, viel mehr Menschen wieder zu testen. Und das ist auch der Grund, warum wir die letzten Wochen in Wien dafür genutzt haben, unsere gesamte Logistik und Abläufe für die Testabnahme zu verbessern, das Testsystem als solches zu verändern. Wie Sie wissen, wir sind umgestiegen oder sind dabei umzusteigen von dem reinen Abstrichtesten hin zu den berühmten Gurgeltests, weil es für die Menschen einfach ist, aber auch weil die Logistik und die Abläufe wesentlich einfacher gestaltet werden können. Und das wird uns dann helfen, die große Anzahl, von der ich ausgehe, dass sie kommen wird, von Anrufen bei 1450 gut abzuarbeiten. Jetzt hört und liest man immer wieder von Virologen, die sagen, das Virus ist ansteckender, aber die Verläufe sind milder. Ist das Virus Ihrer Meinung nach weniger gefährlich mittlerweile? Ob der Virus sich verändert hat, weiß ich nicht. Unsere Einstellung und unsere Erkenntnis hat sich verändert. Also wir haben einfach einen laufenden Erkenntnisgewinn. Und ich denke, wir sehen doch einige Dinge, die schon sehr spannend sind und radikal anders sind, als wenn ich zurückdenke in die Monate Februar, März, April. Wir sehen, dass Kinder faktisch kein großes Thema sind.
Wir sehen, dass wir extrem viele positive Fälle haben, die die Statistik im Augenblick prägen, die keine Symptome haben, die keine Krankheit sozusagen haben im Sinne von, ich habe jetzt Krankheitssymptome, mir geht schlecht, ich habe Kopfweh, ich habe Geschmacksverlust, ich habe Atemnot. Also wir haben extrem viele Fälle in Wien, über 60% der positiven Fälle sind asymptomatische Fälle. Wir berichten aber noch immer so darüber, als wären die alle jetzt schwer krank, was einfach nicht stimmt. Das Bild ändert sich also. Wir sehen, dass das mit der Übertragung nichts Konstantes ist. Wir sehen, dass es viele Menschen gibt, die den Virus in sich tragen und überhaupt nicht den Virus weiterverbreiten. Wir sehen aber wiederum andere, einige wenige Fälle, wo die Forschung noch nicht so weit ist, um sagen zu können, was zeichnet die eigentlich aus, die wiederum besonders ansteckend sind. Also da sind wir schon noch auf der Suche und das ist auch der Grund, weil wir es nicht genau differenzieren können, dass natürlich die generellen Schutzmaßnahmen grundsätzlich aufrechterhalten bleiben müssen und nach wie vor auf dem Fokus der Diskussion sind, welche gesundheitspolitischen Maßnahmen brauchen wir. Aber wenn ich mir auf der anderen Seite anschaue, ich habe im Augenblick in den Wiener Spitälern rund 70 Patienten, ein bisschen mehr als ein Dutzend Patienten auf der Intensivstation. Wenn man das jetzt objektiv betrachtet im Vergleich zu anderen Erkrankungen in unserem Land, dann ist das wirklich nicht viel. Also ich hätte gerne solche Zahlen bei der Betroffenheit mit Bluthochdruck, bei der Betroffenheit mit Herzinfarkten, mit der Betroffenheit von Schlaganfällen, da hätte ich gern die Sorge, 3 Dutzend Patienten im Spital zu haben. Das ist ein Punkt, den Sie da ansprechen, wo ja viele auch kritisch sagen, ist das nicht alles überzogen, was wir derzeit da machen an Maßnahmen? Weil so wie Sie sagen, wenn man jetzt wirklich die Hospitalisierten nimmt und jene, die auf Intensivstationen liegen, ist das ja eigentlich nicht viel in absoluten Zahlen. Das ist nicht viel, aber da muss man jetzt fairerweise sagen, das ist doch das Ergebnis von einer unglaublichen gemeinsamen Anstrengung von 8 Millionen Menschen. Das ist nicht von alleine gekommen und das liegt dann nicht nur am Virus. Der Virus hätte schon das Potenzial, viel grauslicher zu uns zu sein, aber wir sind konzentriert, wir sind fokussiert. Hin und wieder wird dieses Thema ein bisschen sehr politisch missbraucht. Das ärgert uns alle miteinander, glaube ich, immer mehr, dass man das Gefühl hat, es geht manchmal gar nicht mehr um die Gesundheitsfrage, sondern um irgendwelche anderen Spielchen. Aber wenn wir das beiseite räumen können und uns wirklich konzentrieren auf die Gesundheitsfrage, muss man sagen, die Erscheinungsform und die Betroffenheit der Bevölkerung ist das Ergebnis unseres Handelns. Ich war heute in einem Pensionistenwohnheim, wo super happy ein Fest im Hof stattgefunden hat mit Musik. Die sind alle glücklich. Die können auch alle entspannt sein, weil wir haben unglaublich scharfe Maßnahmen in den Pflegeheimen gemacht und haben sie jetzt wieder verlängert bis Ende des Jahres. Der Preis dafür ist, dass nicht mehr jeder seine Oma und Opa besuchen kann im Pflegeheim und das wissen die Betroffenen, das ist auch belastend. Das Gute an der Sache ist, wir haben bei 20.000 Menschen im Pflegeheim in Wien genau einen positiven Covid-19-Fall im Moment. Also das Ergebnis, wie zeigt sich die Betroffenheit der Bevölkerung durch Krankheitsfälle, ist auch das Ergebnis dessen, was wir tun. Und daher würde ich dem nicht zustimmen, dass man daran messen kann, wie ungefährlich ist dieser Virus. Wir haben gelernt, ihn gut zu beherrschen. Und wenn wir diese Konzentration aufrechterhalten, und ich glaube, dass die große Teil der Bevölkerung mir zustimmen wird, dass wir bereit sind, das zu tun, solange die Dinge im richtigen Maß und im richtigen Augenmaß stattfinden, dann sind wir weiterhin in der Lage, diesen Virus gut zu beherrschen. Also hat die Regierung heute in einer Pressekonferenz Empfehlungen ausgesprochen an die Bevölkerung, an was man sich im Herbst halten soll, unter anderem private Feiern mit maximal 25 Personen. Wie sinnvoll halten Sie das? Ja, es sind Empfehlungen und spricht auch gar nichts gegen diese Empfehlungen. Wenn Sie mich offen und ehrlich fragen, ich frage mich, wozu man da einen Regierungschef und ich glaube, 2 Minister bei dieser Pressekonferenz brauchen. Vizekanzler auch dabei. Okay, ich habe es nicht gesehen, ich gebe es offen und ehrlich zu. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Offen und ehrlich gesagt hätte mich mehr interessiert, der Pressekonferenz zu den konkreten Maßnahmen, unsere Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Wir haben eine wirklich tiefgreifende Rezession in unserer Wirtschaft. Hunderttausende machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz und ehrlich gesagt wird schon langsam Zeit, dass wir da in die Gänge kommen. Das hätte mich ehrlich gesagt wesentlich mehr interessiert. Bei allem Respekt und bei allem Verständnis und ich habe auch nichts dran auszusetzen an diesen Empfehlungen. Aber ehrlich gesagt vom Regierungschef hätte ich mir jetzt erwartet, dass er spricht über ein paar hunderttausend Arbeitslose und ein paar hunderttausend Menschen, die in Kurzarbeit sind, die sich riesengroße Sorgen machen darum, dass ihre Arbeitsplätze hochgefährdet sind. Also ich glaube, es ist jetzt wichtig, uns darauf zu fokussieren.
Das betrifft den Tourismus in der Wintersaison im Westen, genauso wie den Städtetourismus in den großen Städten wie in Wien und in Linz und in Graz und in Salzburg. Das betrifft die Frage der gesamten Industrie. Das betrifft die Frage dieser dramatischen Jugendarbeitslosigkeit, die wir sehen. Das betrifft die Frage, wo sollen die vielen Lehrplätze herkommen für die Jugendlichen, die eine Lehre machen wollen und keinen Lehrplatz finden. Also es gibt eine Riesenlatte von im Augenblick ungeklärten Fragen. Und wenn Sie mich schon so fragen, dann sage ich es offen und ehrlich, ich hätte mir gewünscht an Regierungschef und drei Minister mit diesem Thema. Das haben Sie ja hier eh auch schon mehrfach kritisiert, dass sehr viele Pressekonferenzen gegeben wurden. Jetzt hatten wir letzten Freitag eine Erklärung des Bundeskanzlers, am Dienstag eine Erklärung des Gesundheitsministers. Heute sind vier Regierungsmitglieder aufgetreten. Am Freitag gibt es wieder eine Pressekonferenz zur Corona-Ampel. Was denken Sie sich, wenn Sie diese Vielzahl an Terminen sehen und hören? Also ich glaube, ich mache auch viele Öffentlichkeitsarbeitstermine, aber ich freue mich, wann Sie arbeiten, ehrlich gesagt. Ich sage Ihnen, wie man es denkt. Sie fragen mich, was man denkt. Ich denke mir, wann kommen die eigentlich zum Arbeiten? Ich finde, es sind so viele Pressekonferenzen. Zu viele Pressekonferenzen, wo Hoffnung versprüht wird, gut, zwischendurch einmal. Aber ehrlich gesagt, ich sage es nur noch einmal, was ich vorhin gesagt habe. Ich würde mir wünschen, ein bisschen mehr Fokussierung auf die Themen, die den Leuten wirklich, wirklich nahe gehen. Wir haben ein riesengroßes Problem in den Arbeitsplätzen. Wir haben völlig ungeklärte Fragen in der Frage des Auffangnetzes von Menschen, die gerade ihren Job verloren haben. Wir haben eine Diskussion zu führen über die Frage der Arbeit, des Arbeitslosenbezuges. Das ist nicht nur eine parteipolitische Frage, es ist auch eine parteipolitische Frage und dazu stehe ich auch. Aber es ist auch eine Frage der Vernunft. Wir können doch nicht verlangen, dass jetzt zehntausende Menschen einfach schlucken sollen und akzeptieren sollen, dass sie von heute auf morgen einen Job verlieren und nur mehr die Hälfte des Geldes zur Verfügung haben, das sie vorher gehabt haben und völlig unverschuldet ihren Job verloren haben. Also das ist ja etwas, wo wir uns als Gesellschaft, aber auch eben die Politik wirklich viel intensiver kümmern müssen. Jetzt gab es oder hätte es drei Anlässe gegeben, wo man diese Corona-Ampel präsentieren hätte können. Präsentiert wird sie jetzt am Freitag. Wir wissen nach wie vor sehr wenig dazu, zumindest die Öffentlichkeit. Ja. Wissen Sie schon ein bisschen mehr, wie diese Corona-Ampel funktionieren wird und was die Farben Gelb, Orange und Rot dann wirklich bedeuten? Ja, natürlich weiß ich ein bisschen mehr, weil die Arbeitsgruppen, die für diese Corona-Ampel arbeiten, höchst intensiv unterwegs sind. Und selbstverständlich weiß ich, was der Vertreter Wiens in diesen Gruppen bespricht, welche Positionen er bezieht. Aber ich glaube, es ist eine Frage der Fairness, dem Gesundheitsminister jetzt nicht seine Pressekonferenz am Freitag abzuschießen mit Vorankündigungen, sondern ich halte das für eine Frage der Klarheit. Es ist sein Instrument und daher wird er es präsentieren. Und vor allem morgen ist noch die entscheidende Sitzung der Kommission. Es sind natürlich noch viele Punkte, die dann in der Kommission zu klären sind. Dafür haben wir auch diese Kommission gegründet. Ich habe von Anfang an gesagt, ich unterstütze dieses System. Wir haben es auch oft diskutiert. Auch der Minister und ich haben sehr viel darüber uns ausgetauscht. Ich habe ihn unterstützt und werde ihn auch weiterhin unterstützen in dieser Fragestellung, weil ich es für gescheit halte, dass wir aus diesen Datenwust, den wir letzten Endes auf die Bevölkerung, auf die Öffentlichkeit einfach hinschmeißen, ja, diese täglichen Dashboards, ist ein Hinschmeißen von Daten ohne Interpretation. Das macht man ja in keinem anderen Thema in dieser Form. Dass es Zeit wird, das zu schlichten, das zu kanalisieren, es zu bewerten und daraus es auch zu beurteilen und daraus dann eben auch Maßnahmen abzuleiten. Es wird uns Gesundheitspolitikern nicht erspart bleiben, weiterhin gesundheitspolitische Entscheidungen treffen zu müssen. Und wir werden sie treffen müssen und wir werden sie verantworten müssen. Das wird uns diese Kommission nicht abnehmen können. Aber die Erwartungshaltung ist, dass im Laufe der Zeit, auch nicht bis Freitag, auch nicht bis morgen, aber im Laufe der Zeit einfach die Datenqualität, die Grundlage für Entscheidungen ist, die Grundlage für die Vergleichbarkeit in unserem Land ist, einfach besser wird. Und da sind in den letzten zwei, drei Wochen hervorragende Fortschritte gemacht worden. Jetzt wird die Ampel am Freitag präsentiert. Am Montag starten in Wien schon die Schulen. Dazwischen liegt das Wochenende. Und diese Ampel soll aber im Endeffekt auch anscheinend Maßnahmen in den Schulen dann zumindest in die Wege leiten. Umgesetzt muss es dann eh von der Politik werden. Was kommt denn da auf Eltern und Schüler zu, wenn die Ampel auf Gelb, Orange oder Rot springt? Es wird keine großartige Änderung stattfinden. Ich bin auch der Meinung, dass die Schule der letzte Ort ist, wo wir großartige Veranlassung haben, Maßnahmen zu treffen. Und warum ist das so? Wir haben jetzt doch über ein halbes Jahr Erfahrung mit diesem Virus. Wo ist er ansteckend, wo ist er problematisch? Und wir wissen, dass Kinder und Jugendliche die unproblematischste Bevölkerungsgruppe überhaupt sind.
Wenn Sie nach Deutschland schauen, sehen Sie, dass dort bei den Experten schon eine intensive Diskussion ist, dass möglicherweise alle bisherigen Annahmen auch über die Übertragungsfähigkeit des Virus durch Kinder an Erwachsene möglicherweise Fehleinschätzungen vorgelegen sind und auch diese Übertragungsfähigkeit noch viel geringer ist. Das heißt, wir wissen aus der Statistik, weil wir wissen es einfach aus der Behandlung, dass wir eine unglaublich kleine Zahl nur von Kindern hatten mit positivem Testergebnis und Symptomen und Krankheitsbild. Eine unglaublich kleine Anzahl, unvergleichbar zu den Erwachsenen, erst recht unvergleichbar zu den Seniorinnen und Senioren. Und daher gibt es aus meinem Grund überhaupt keinen Grund davon auszugehen, dass sich etwas ändert an den Spielregeln, die jetzt bekannt gegeben worden sind für den Schulstart. Die Kinder sollen in die Schule gehen. Es gilt in den öffentlichen Verkehrsmitteln und im Schulbus gilt vernünftigerweise die Maskenpflicht, die gilt für uns alle, daher gilt sie auch für die Kinder. Und es kann der Unterricht stattfinden ohne Maske. Spricht überhaupt nichts dagegen. Aber dennoch fragen sich viele Eltern, was passiert, wenn jetzt in der Schule meines Kindes ein positiver Fall auftritt? Was ist dann? Werden dann alle Kinder durchgetestet? Wird die Klasse durchgetestet? Muss die Klasse in Quarantäne? Müssen nur die Kinder, die, sage ich mal, mehr oder weniger neben oder vor dem Kind gesessen sind, in Quarantäne? Wie wird das ablaufen? Das ist eigentlich sehr klar, was ablaufen wird. Die Gesundheitsbehörde wird sofort kontaktiert werden von der Schule. Es wird sofort das direkte Gespräch gesucht. Natürlich wird das betroffene Kind oder wenn es die Lehrerin oder Lehrer ist, der Lehrer sofort innerhalb der Schule in eine quasi Isolation gebracht, also in einen Raum, wo halt nicht andere Menschen großartig drinnen sind. Diese Person wird natürlich sofort getestet, der Schüler, die Schülerin wird sofort getestet und dieser Schüler wird jedenfalls sofort die Schule auch verlassen an diesem Tag. Mit einem Gurgeltest oder mit dem Abstrich? Im Moment noch mit dem Abstrich, aber es wird sehr rasch dann der Gurgeltest sein. Es ist eine Frage jetzt des Aufbaus der Logistik und dafür werden wir noch einige wenige Wochen brauchen. Aber jetzt im Moment wird es noch der Abstrich sein. Aber das wird nicht lange dauern. Und dann wird es eine Frage des Gespräches der Gesundheitsbehörde auch mit dem Lehrer sein. War das eine Klasse, die ganze Zeit nur bei sich, sozusagen mit sich als Gemeinschaft gewesen ist? Oder ist es eine Schulsituation, wo Teile der Schüler dann gewechselt haben, wo also die Zahl der Betroffenen größer ist? Und es wird niemand anderer nach Hause geschickt, gibt auch keinen Grund dafür. Das ist genau das, was wir gelernt haben. Sondern es können die Schüler in der Klasse bleiben. Erst einmal natürlich sowieso, die Frage nach Symptomen ist sowieso immer zu stellen, in diesem Fall besonders. Und dann werden wir schauen, dass wir diese Klasse oder zumindest die Menschen, die mit diesem Schüler oder mit dem Lehrer in engem Kontakt waren, ja, dass die getestet werden und wir so rasch wie möglich Klarheit bekommen. Wann wird es dann zu Schulschließungen kommen oder wird es überhaupt zu Schulschließungen kommen? Ja, theoretisch kann es zu Schulschließungen kommen. Also wenn eine Schule ein riesengroßes Schulfest macht und dann stellt man fest, dass in jeder Klasse ein Drittel der Schüler positiv ist, dann wird man wohl wahrscheinlich auch darüber nachdenken müssen, mit der ganzen Schule was machen. In allen anderen Fällen gibt es überhaupt keinen Grund dafür. Ganz aktuell ist heute bekannt geworden, in einer Wiener Privatschule, in der Vienna International School, ist ein Corona-Fall aufgetreten. Nach 3 Tagen, muss man sagen. Die haben schon ein bisschen früher mit der Schule gestartet, nämlich diesen Montag. Besorgt Sie das ein bisschen, dass das anscheinend so schnell gegangen ist dort? Nein. Gar nicht? Gar nicht. Das heißt, Sie rechnen auch nicht damit, dass es dann zum Schulstart nächste Woche da vermehrt Corona-Fälle in Wiener Schulen geben wird? Ich glaube, gar nicht vermehrt, sondern es wird sie einfach geben. Ich meine, es ist einfach eine Viruserkrankung und die ist da. Also wir haben jetzt ein Monitoring-System für Covid, Gott sei Dank haben wir keins für Grippe, weil da wird man echt narrisch werden. Aber nein, das überrascht mich überhaupt nicht. Ich kenne ja auch nur die Meldung, dass wir einen positiven Fall haben. Wir werden erst sehen, wie symptomatisch ist er. Ist der Bursche auch wirklich erkrankt? Ist das Ergebnis eines Screening-Tests? Aber es erschreckt mich überhaupt nicht. Der Virus ist einfach da. Und ich habe das in einem Interview gesagt, das ist dann ein bisschen missverstanden worden. Der Virus ist einfach skrupellos, nämlich skrupellos im Sinn, dem es an unsere Spielregeln völlig wurscht. Das kann jeden von uns betreffen. Aber man muss auch gleichzeitig sehen, dass der überwiegende Teil von Menschen ist dann krank, ist zu Hause und ist nach 14 Tagen, 3 Wochen, teilweise auch nach ordentlichem Durchgerüttelt werden, wieder ganz normal in seinem Berufs- oder in seinem Schulleben. Nur ein sehr kleiner Teil der Betroffenen ist dann wirklich in einer Spitalsbehandlung und stark betroffen. Und das ist an sich keine neue Erkenntnis, aber man muss es, glaube ich, immer wieder wiederholen. Es ist nicht ein Todesvirus, es ist nicht die Pest. Also es ist ein Ding, wo viel Respekt notwendig ist, möchte nicht missverstanden werden, viel Respekt und Konzentration notwendig ist.
um den Schaden für die Gesellschaft so gering wie möglich zu halten. Aber nein, es überrascht mich überhaupt nicht. Ich meine, wir haben jetzt gesehen, dass wir bei der ersten Reiserückkehrwelle, bei dem ersten Urlauberwechsel Ende Juli, Anfang August einen Anstieg gehabt haben. Das ist das, womit zu rechnen gewesen ist. Das war Mitte August, also 14 Tage nach der Rückkehr. Das Gleiche wird nochmal passieren Mitte September. Also Mitte September rechnen wir mit einem Sprung nach oben, weil das sind dann die Reiserückkehrer von Ende August. Da wird es eine Wellenbewegung geben. Dann beginnt, je nachdem, wann die Schnupfen- und Grippesaison beginnt, werden wir sehen, wird es den nächsten Anstieg nach oben geben. Das ist an sich nicht überraschend und das überrascht mich nicht als Schüler, das überrascht mich nicht in einem Spital, wie es jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern an einem Spital gewesen ist, in Linz, glaube ich, wo alle überrascht waren, dass es auf einer Lungenabteilung auch möglich ist. Selbstverständlich ist es auch auf einer Lungenabteilung möglich. Ja, es ist in der Schule möglich, kann in einem Betrieb passieren. Aber wie gesagt, die Gesamtzahl ist so gering, dass wir zufrieden sein können mit der Art und Weise, wie wir als gesamte Gesellschaft damit umgehen und reagiert haben. Herr Stadtrat, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich zurück und dann melde ich mich aus der Wiener Staatsoper. Da habe ich vor kurzem den neuen Direktor Bogdan Rostschitsch getroffen. Der hat heute seine große Antrittspressekonferenz gehabt zur neuen Saison. Natürlich stand auch die im Zeichen von Corona und darüber werde ich gleich mit ihm sprechen. Wie wird denn das funktionieren in der Oper in Zeiten von Corona? Auf was müssen sich die Besucher einstellen? Was sind seine Schwerpunkte? Und natürlich auch die obligatorische Frage, kann der Wiener Opernball heuer stattfinden oder nicht? Kurze Werbepause, dann melde ich mich gleich aus der Wiener Staatsoper.